Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video mit mir und wir fangen gleich an mit meinen Einstellungen des Deos. So, die Kombi zum Deos ist wie immer mit der elliptischen Spule. Ich benutze hier mein Ackerprogramm, was ich mit dem Hot-Programm generiert habe. Und heute nehme ich euch mal wieder mit dazu und zeige euch, wie ich den Deos einstelle. So, wir haben jetzt hier das Ackerprogramm. Wir fangen mit dem Bodenabgleich an. Wir gehen hier dazu in das Menü Pumpen und werden jetzt den Bodenabgleich vornehmen. Wir gehen auf Start. Die Spule wird ungefähr von 30 cm bis auf 5 cm zum Boden geführt. Jetzt haben wir hier einen Bodenabgleich von 78, regelt sich runter auf 77, wir gehen aber auf 78 hoch manuell. Dann gehen wir in das Expertmenü und oben seht ihr den Bodennotch, den nehme ich jetzt zurück von 90 auf 85. Dann sind wir hiermit fertig. Jetzt gehen wir in das Menü. Ich habe den Disc auf 5 gestellt. Den Sens setze ich jetzt hoch auf 94. Die Frequenz gehe ich im Expertmenü runter auf 13,3 kHz. Dann die Eisenlautstärke bleibt bei mir auf 1. Das habe ich euch erklärt wegen den wenn ihr natürlich kleine Eisenteile nehmt, positiven Teilen habt, dass ihr Mischsignale erhaltet. Dann die Reaktionszeit ist bei mir auf 3 gesetzt. Im Expertmenü den Bodenfilter auf 0. Die Autoresponse auf 4 für tiefer liegende Objekte ist dieses gedacht. So, und wir beginnen. So, vorab nochmal ein Gruß an meinen Sponsor Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de und wir werden uns gleich beim ersten Fund melden. Also dann bis gleich. Tschüss. So, hier bei dem ersten Signal. Ein 58, also es schwankt von 56 auf 58. Hier ist der Boden auch ziemlich fest. Sehr schön verdichtet. Ist noch im Loch, wie es ausscheint. Oder zumindest in der Kante. Oder ich glaube, da liegt es schon, oder? Ja, wollen wir mal gucken, ist es da? Ja, und ich glaube, das ist auch schon direkt die erste Münze. Hier vorne, ich glaube, das ist schon der erste Römer. Ich stelle mal gerade den Detektor beiseite, dass ich das euch zeigen kann. Hier. Ja, das ist der erste Volley. Nein, Quatsch. Gelogen. Der erste Beschlag oder zumindest wie so nie. Aber ist auch römisch. Ihr könnt das sehen, von vorne sah es aus wie eine Römermünze, aber das ist schon der erste, ja, ich sag mal Lederbeschlag. Okay, dann werden wir uns gleich beim nächsten Fund wiedersehen. Bis später. So, hier haben wir ein 38er bis 49er Signal. Ziemlich hart ist hier der Boden. Muss man so schon wirklich extrem Gewalt anwenden, um hier ein Loch zu machen. So. Aber ihr seht ja überall hier die Ziegel. Ist wirklich, also oberflächlich sieht man kaum was, aber im Boden hier ist alles voller Ziegel. So, wo haben wir jetzt das Signal? Jetzt in einem oben. Also in dem oberen ist es drin, in dem Klumpen. So, machen wir den ein bisschen auseinander, dass es einfacher ist. Gucken hierbei schon.
Okay. Muss hier vorne bei sein. Wollen wir mal gucken, was es ist. Könnte ein Stück Blei sein. Also hierbei. Ja, ach ne, eine kleine Münze. Glaube ich, oder? Oder ein Stück von einer kleinen Münze. Ja, doch, hier. Ach, machen wir erstmal den Pinpointer aus. Ja, ist ein Stück vom Volley. Also ein Dreiviertel Volley. Das, was übergeblieben ist. So. Hier. Also von dem ist jetzt nicht viel mehr da. Aber das ist die erste Römermünze. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten wieder. So, in etwa 10 Meter weiter von dem Dreiviertel Volley haben wir hier ein 70-72er Signal, springt auch manchmal bis auf 76. So, hoffen wir mal, dass es jetzt was vernünftiges ist. Zumindest eine ganze Münze. Tiefer. Na, wo ist es? Ist es noch im Loch oder draußen? Das ist draußen. In dem Knubbel, glaube ich, der hier vorne liegt. Ja, und es ist rund. Das ist rund. Ist aber, glaube ich, keine Münze, oder? Nein, ich glaube, das ist ein Bleisiegel, oder? Ach komm, erstmal den Pinpointer aus. Zwar rund, ich denke mir mal, oder das ist eine platt hier gedrückte Musketenkugel, aber wie gesagt, das kann ich erst sagen, wenn ihr jetzt sauber gemacht habt. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten. So, hier haben wir ein 72er Signal, das geht runter bis auf 63. Ziemlich laut, auch dadurch nicht sehr tief, vermutlich. Ja, draußen ist es schon. Wird hier vorne bei sein. So. Na? Na, das wird es aber nicht sein. Ach, ein ganz kleiner Volley. Aber der war auch noch nicht mal sehr tief gewesen oder das, was übergeblieben ist. Ich zeige es euch. Ihr habt dann ein ganz kleiner Volley. Also ein anderer würden, glaube ich, kaum als Volley erkennen, aber ich weiß, dass das einer ist. Okay. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis dann. So, hier haben wir ein 69 bis 71er Leitwert. Oh, ist der Boden knüppelzart. Ey, meine Güte. Ja, da draußen. Noch drin. Ach, da klebt er schon. Der Volli. Hier im Aushub, Dreck oben dran, klebt er. Ich hoffe, ihr könnt das mit dem Finger sehen. Ja, hier ist er. Ein Volli. Daniel ist auch hinter mir. Daniel hat auch schon zwei Follies gefunden. Okay, dann bis zum nächsten Fund. Ja, genau. Hier haben wir jetzt, weil ich jetzt nicht ganz nah am Boden komme,
wie so ein Mischsignal. Dann kommt mal ein Leitwert von 72 bis über 85. Könnte was tiefer sein. Könnte aber auch nur ein kleines Objekt sein. Wir gucken mal nach. So draußen ist. So, jetzt ist es 61. Jetzt steht der Leitwert. Also ich denke mir mal, dass das jetzt ein kleineres Objekt ist. Na? Hier drin wird es irgendwo sein. Na, wo haben wir es? Ja, ein ganz kleiner Volli. So, oder das, was noch von dem Volli übergeblieben ist, da könnt ihr sehen. Ganz klein, also so groß wie ein, wie der kleine Fingernagel in etwa, müsst ihr euch vorstellen. Oder noch kleiner, so ja. Und ganz dünn, also der ist schon richtig durch. Okay, dann bis zum nächsten. Leute, ich drehe mich mal gerade zu euch um. So. Wir haben den Acker gewechselt, das war nichts. Jetzt sind wir hier natürlich auch schon seit 20 Minuten drauf. Mein erstes Signal. Und ich hoffe, dass es was ist. Hier ist eine riesen Streuung drauf. Aber hier sind schon viele gewesen. Okay. So, hier haben wir das nächste, ein 84er Signal. Geht hoch bis 86. Etwas tiefer und hier, glaube ich, am Rand. Ja, so ist es auch. So, den Klumpen was klein machen. So, hierbei sollte es liegen jetzt. Hier haben wir es. Und was haben wir? Ja, irgendein Stück Bronze. Was das jetzt nun war, keine Ahnung. Muss ich mir nachher mal angucken, genau. Aber ist nur ein Bruchstück. Okay, bis zum nächsten. So, hier habe ich einen Leitwert von 71. Sehr stabiles Signal, nicht sehr tief. Hier in dem Haufen. So. Gucken. Und da haben wir, ja, und ich sehe es. Ein Vollis wieder. Okay, dann melde ich mich gleich beim nächsten Fund. Zwei Meter weiter hier rüber das nächste 71er Signal. Ich glaube, hier auf dem Acker läuft es, glaube ich, jetzt ein bisschen besser von den Signalen her. Er ist auch gut abgeregnet, auch nicht tief. So, wollen wir mal gucken, was das hier ist. Hier in dem Haufen, aber da ist es schon ein Stück Blei. Wollen wir das dem Daniel schenken? Daniel, willst du ein Stück Blei? Oh ja, für meine Bleisammlung. Komm her, sollst du haben, erst zeigen. Hier ist es, da danke, Daniel. Danke, Großmeister. Ich werde jetzt hier schon als Großmeister betitelt. Das geht runter wie Öl. Hier habe ich gerade einen Sichtfund gemacht, der schon auf, ja, ich sag mal, man weiß, was es ist, wenn man schon so lange sucht wie ich. Das ist der vordere Teil einer römischen Fibel. Ich gehe mal runter, hier vorne, seht ihr das. Licht oben auf. Ja, also nach dem Nadelrast, so bezeichnet man hier das vordere Teil, wo die Nadel der Fibel eingelegt wird.
War schon ein ordentliches Stück. Ich würde mal sagen, auf gut 6 cm würde ich sie mal schätzen, wenn sie komplett gewesen wäre. Ja gut. Ich hoffe, dass ich heute noch ein paar schöne Funde mache. Es sieht aber sehr schwer danach aus. Hier waren schon viele auf dem Acker gewesen. Wir haben momentan nicht so viele Äcker frei. Und die frei sind, das sind jetzt meistens so die Erbsenfelder. Und die Erbsenfelder, das ist eigentlich das Beste, was man jetzt haben kann zurzeit. Wir haben natürlich auch die Weizenfelder, die runtergemäht sind. Und vielleicht auch schon ein bisschen angegrubbert, aber das ist echt schwierig. Das war ja eben der erste Acker, wo ich drauf war. So, wie gesagt, wir sehen uns gleich. Ich hoffe beim nächsten Fund wieder. Bis später. So, hier ein 71er Signal. Schwankt ein wenig. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. So, das ist draußen, hier vorne in dem Knubbel drin. So, jetzt ist es auf 74. Eigentlich ein gutes Münzsignal, ein Römer-Münzsignal. So, da vorne muss es beiliegen. Hier haben wir es schon. Tja, was ist es? Ein Stück Blech, was rund gebogen ist, oder ein kaputter Ring, ich weiß es nicht. Lassen wir es mal sauber machen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Machen wir es jetzt direkt hier mit dem. Gucken, dass wir hier ein vernünftiges Stück finden, wo wir es mal mit durchstechen können. Aber ich glaube eher, das ist ein Stück Blech. Oder ich sag mal ein Stück Bronze, was rund gebogen ist von irgendetwas. Keine Ahnung. Muss ich mal sauber machen, dann sehe ich, was das ist. Okay, bis zum nächsten. Hier habe ich ein 82er und 83er Signal. Sehr laut, stabil. Jetzt wollen wir hoffen, dass es was ist. Weil mittlerweile habe ich echt die Hoffnung aufgegeben, dass diese Woche, ja, keine Nullrunde, aber eine sehr maue Runde wird. Aber so seht ihr mal, das ist das wahre Suchen. Auch ein Markus hat nicht immer die Topfunde jedes Mal. Also so kann es gehen. Wie gesagt, Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich glaube, hier ist es. Und was ist es? Ich glaube, das ist ein Teil vom Zündhütchen, weil es rund ist. Ja. Ich gehe mal davon schwer aus. Eine Münze? Ja. Oder ist es ein Bronzeringelchen? Moment. Gucken wir mal. Könnte auch eine Perle sein. Das wäre ja schön. Eine Bronzeperle, aber glaube ich nicht. Wir machen das mal so weit, wie es geht. Ja. Hier haben wir natürlich nichts, wo wir was nicht sauber machen können. Moment, ich nehme mal mein Messer. So. Mal schauen. Aber ich glaube eher, das ist Militaria oder ein Zündhütchen wieder, ne? Komm. Ja. Ja, und sowas in der Art. Das war zu, also Schrott. Okay. Ich denke, ich werde heute nicht mehr so lang machen. Dann werde ich euch auch nicht mit den ganzen Schrottfunden zu. Es wird ein kurzes Video, glaube ich, diesmal. Aber das kann ich euch beim Abspannen oder ich sag mal bei der Abmoderation noch erklären. Also bis dann. So Leute, ein weiterer Suchtag geht zu Ende. Eine weitere Folge ist jetzt zu Ende gedreht. Ja, leider war ich heute nicht so erfolgreich wie sonst, aber sind ein paar Münzen dabei. Wie gesagt, ich zeige euch erstmal jetzt wie immer die Schrottfunde und wir fangen jetzt gleich mal damit an. So, ich muss leider die Kamera ein bisschen schräger stellen. Ich hoffe, dass man das so sieht. Ich leg das mal so hin. Hoffe ansonsten,
hole ich jetzt gleich die Kamera dazu. Ne? Und jetzt zeige ich euch erstmal die Schrottfunde. So, heute wieder jede Menge Schrottfunde zusammengekommen. Ne? Also wirklich war nicht viel, was wir an guten Signalen hatten, Daniel und ich. So, hier haben wir ein paar Sachen, die wir gefunden haben. Die zeige ich euch jetzt mal. Ich ziehe mal die Handschuhe aus. So, ich nehme mal die Kamera ein bisschen so auf mein Knie, dass man das sehen kann. Ich hoffe, so seid ihr mit im Bilde. Hier haben wir das Teil, was ich gesagt habe, weil ich nicht weiß, was es ist, aber es wird scheinbar Schrott sein. Ja, von der Fibel, der Nadelrast, der untere Teil. Dann haben wir einen Folie, zwei Follies, drei, vier. Hier ein Stück Blei, denke ich mir mal. Fünf Follies und der Beschlag. Ah ne, und hier ist glaube ich noch ein Folie. Sechs Follies, ja. Sechs Follies waren es heute, also mehr kam leider nicht zusammen. Ja gut, das ist Jammern jetzt auf hohem Niveau. Sonst sieht die Fundausbeute anders aus. Aber wie gesagt, heute waren es nur eben diese Teile. Ja, so könnt ihr mal selber sehen. Auch ich bekomme meine Grenzen gezeigt. Also wie gesagt, wir sind viel rumgefahren, haben uns wirklich viele Ecke angeguckt und letztendlich nur zwei gefunden, die wir haben begehen können. Ja, was soll ich jetzt zum Schluss sagen? Jammern hilft nichts. Die Saison hat gerade erst angefangen. Wir warten darauf, dass die Felder vernünftig gerobert werden, vielleicht geflücht, dann glatt gezogen. Wenn ein paar Mal abgerechnet ist, sieht die Sache anders aus. Aber zuerst mal bin ich in Urlaub, also bei mir wird es erst wieder, ja, Oktober, November sein, wo ich die Äcker begehen kann. Vorher habe ich noch ein anderes Projekt, was ich am Laufen habe. Das ist ja privat. Und ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns dann spätestens bei der nächsten Folge wieder. Ansonsten bleibt gesund, habt euch wohl. Nochmal einen Gruß an meinen Sponsor Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Haltet die Ohren steif. Wie gesagt, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüss.